Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Die Maschine Video möchte ich euch zeigen, wie ihr wieder komplett unter die Map könnt, und ich zeige euch noch einen zweiten Spot, wo ihr auch auf Hyrons gehen könnt. Als erstes braucht ihr wieder das Dr. Rutscher Perk, das könnt ihr euch hier beim Wunderfist Automaten holen, der dort spawnt, wenn ihr in die Anomalie geht. Danach geht ihr in die Krankenstation, Leute, und stellt euch dorthin, wo ich mich hinstelle, springt in die Luft, slidet, und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause und macht Pause ganz schnell wieder weg. Als nächstes stellt ihr euch hier am Geländer hin, wie ich mich hinstelle, drückt wieder auf Pause, Leute, und wenn ihr danach Pause wieder weg macht, müsst ihr ganz schnell hier über das Gelände klettern und ihr klettert dann hier out of map. Dann folgt einfach hier diesen Weg, den ich hier gehe. Ihr müsst jetzt dann hier hoch nochmal laufen, Leute. Das kann vielleicht ein bisschen knifflig sein, aber gebt nicht auf. Versucht einfach da hoch zu laufen und früher oder später könnt ihr dann hier hoch. Wenn ihr dann hier oben seid, müsst ihr euch hier einmal hinlegen und hier durchkrabbeln und ihr seid unter der Map. Hier werden sich jetzt alle Zombies dort versammeln, wo ihr springt. Und falls euch die Munition ausgeht, könnt ihr hier auch Munition kaufen. Und falls dann die Hunderunde kommt, dann müsst ihr hier zu diesem Felsen gehen. Duckt euch davor, denn wenn ihr das macht, dann versammeln sich auch die Hunde. Ansonsten kommen die Hunde immer zu euch und explodieren einfach. Oder ihr könnt auch direkt hier chillen und die Runden leveln, weil die normalen Zombies werden sich dann auch über euch versammeln. Und wenn ihr hier raus wollt, Leute, dann schaut dorthin, wo ich hinschaue, aktiviert euren Ätherschleier und ihr seid hier raus aus dem Spot. Das war der Spot Nummer 1 und wir gehen jetzt zu Spot Nummer 2. Der befindet sich im Waffenlabor und hier macht ihr das gleich, Leute. Ihr slidet gegen die Wand, kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause und macht ganz schnell Pause wieder weg. Und danach lauft ihr dorthin, wo ich jetzt hinlaufe. Also die Richtung, wo ihr klettert, muss immer die Richtung sein, wo ihr geslidet seid. Dann geht ihr einfach hier an dieses Geländer, drückt auf Pause und wenn ihr Pause wegmacht, müsst ihr ganz schnell über das Geländer klettern und ihr springt dann hier hinter diese Wand. Von hier aus könnt ihr auch die ganzen Zombies töten, die versammeln sich nämlich hier vor euch. Ich würde euch aber bei diesem Spot die Wunderwaffe empfehlen, damit ihr auch immer durchgehend Munition habt und unendlich lang hier drin bleiben könnt. Ansonsten war es das mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja und ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr liked und fleißig kommentiert, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!